nichts. Man ist ja auch immer alles symmetrisch aufgebaut. Schauen wir mal. Gehen wir mal in den Mund. Aber hier ist auch nichts, ne? Ja, da verstehe ich die Frage aber nicht. So unterm Strich oder wie war das? Was ist alles zusammen, wenn unterm Strich Kugeln sind und hinter einem X Säulen stehen? Okay. Das sind 102. Also 102 wäre das zusammen. Alles zu, was ist alles zusammen? 102. Ach, wenn unterm Strich Kugeln sind und hinter einem X Säulen stehen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also 102 wäre es addiert. Ist nicht richtig, ja, das denke ich mir. Wenn unterm Strich Kugeln sind. Was für Kugeln? 0 oder was? Aber das ist keine 0. 102. Jetzt hinter einem X Säulen stehen? Nee, das verstehe ich gerade nicht. Ich schaue mal eben ganz kurz nach und bin eigentlich wieder da, sorry. Ja, also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also die Antwort ist 301, aber ich habe keine Ahnung, wie wir darauf kommen. Ich weiß nur, dass es so ist. Der Weg steht euch offen. Das ist sehr seltsam. Egal, Hauptsache wir haben es auf. Ich werde mir da nochmal Gedanken drüber machen, aber aktuell fällt mir da nicht wirklich was zu ein, warum das jetzt so gemacht werden muss. Tja, wir werden jetzt wahrscheinlich zu dem Oberboss kommen hier. Aber von den Stats geht's ja gerade, ne? Da würden wir vielleicht mit durchkommen. Ist er hier? Ich meine, wenn ich weiß nicht, was der da noch an Freunden dabei hat. Ich will es gar nicht wissen. Wer hat's? Wer hat den Schlüssel? Hallo? Oder brauche ich da keinen? Doch, ich brauche einen Schlüssel. Wer hat denn Kire? Nee. Das ist Ferrin. Truhenschlüssel. Da. Dieser Biene hat den Schlüssel und sagt nichts. Komm, mach auf. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. So, Kollege, wo bist du? Da bist du. Im Raum vor euch steht Sarin, Es-Arin, und spricht: Ihr seid ein bisschen mächtiger, als ich glaubte, aber all eure Stärke wird euch nichts nützen, denn ihr braucht meine Hafenseite und die werdet ihr nicht bekommen, denn dafür müsst ihr gegen mich kämpfen. Mit diesen Worten reißt er die Arme hoch und ein greller Blitz schlägt in eure Gruppe ein. Ja, geil. Ich komme schon verwundet in den Kampf. Bleib du mal schön da drin? Was ist los hier? Boah, der ist aber ganz schön aggro. Aber wenn der nicht mal aggressiv ist hier. Ja, dann. Dann hauen wir mal rein, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal. Könnte sein, dass die wieder heftiger sind als er. Aber wir sehen's. 50, okay, er ist zumindest damit angreifbar, ohne dass er sofort alles abwehrt. Weil die haut schon mal ein bisschen drauf. Ja, Grübern gibt auch gut. Wirbelsturm, ja. Das ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Und Egel knüppelt auch drauf, sehr schön. Er ist so weit weg, deswegen gibt es nur so wenig Schaden. Ja, aber dann hätten wir den Palast, ne? Wenn wir die jetzt weghauen. Das wäre schon mal gut.
Dann würde ich sagen, machen wir das, ne? Einfach mal ordentlich drauf hier. Na, man trifft ihn, aber das ist gut. So 100 hat er schon weg. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Boah, der kriegt aber auch auf die Mütze. Sehr schön. Donnerschlag, ja. Puh. Ist mir jetzt eigentlich auch relativ Hupe. Der ist doch jetzt auch weg, oder? Ja, Kollege. Dann kommen wir dich jetzt davor nochmal besuchen. Und jetzt gibt's auf die Nuss hier. Schieß, ne? Schimmiges Gesicht hat er hier. Na gut, ist ja auch eine Echse, ne? Mal Feuersäule nochmal. Scheint ja nicht so gut abzuwehren. Also, plöpp, sehr gut, 62. Grübahn, hau rein. Denk mal, der wird ja keine richtige Abwehr. Oh mein Gott, sind die einfach. Das gibt's doch nicht. An Nahrung nehmen wir mal mit. Kristallseite müssen wir haben. Okay. Hier ist der nächste Schlüssel. SN da. Sandalen. Mora Grobe. 25. Habe ich die nicht schon? Ne, hier, Zauberer, ne? Mora Grobe. Ja. Brauchen wir nicht. Morag Dart. Ferenc Armbrust ist besser. Morag, da habe ich alles. Ne, da brauchen wir nichts von. Dankeschön. Ist hier vielleicht noch eine Kiste oder so? Wo wohnt der hier eigentlich? Ist kein Bett, kein gar nichts. Ich muss ja zugeben, man gewöhnt sich jetzt so ein bisschen an die Boden und ich sehe die Boden und Deckentexturen gerade gar nicht mehr. Vielleicht hätte ich das einfach mal von Anfang an machen sollen. Okay, ich gebe es ja zu, das ist vielleicht nicht so gut gewesen. Aber ich kann es halt nie so. Und ich, manchmal hat es, also gerade im Keller, da hat es mich schon irgendwie immer ein bisschen genervt. Aber hier geht's, definitiv. Also hier kann man nichts sagen. Also relativ kontrastreich, ne, zur Wand. Warte mal, was bin ich denn jetzt hier? Hallo? Was ist denn jetzt mit der Musik los? Mal, wo bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich aber komplett verlaufen hier. Und jetzt dreht sich auch noch alles. Wie? Ich will hier raus. Komm hier, Ausgang. So, wo muss ich jetzt hin? So, was habe ich jetzt für einen Schlüssel gekriegt? Schon wieder. SN da, okay. So, wo haben wir den? SN da, 175, 127. 175, 127, okay. Wo ist er, wieso ist hier eigentlich kein Sound? Ach da. Ui. Ins Wasser. 175, 127. Dann würden wir jetzt aber mal komplett über die Welt hier drüber gewuselt. Da ist er. Und natürlich, direkt da werden wir wieder angegriffen. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Und ich habe noch nicht geschlafen, gar nichts. Gut, hier sind jetzt nicht so der Wahnsinn, aber das muss ja eigentlich nicht.
Und ich drauf hier bitte. Ja gut, der Igel, der haut schon wirklich gut drauf jetzt. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Na gut, der hat auch einen Angriff jetzt von 75, ne? Ne, 45, sorry. 75 wäre geil, das ist ja noch richtig krass. Die Donnerechse hier, oder? Der kann also nichts mehr haben hier. Okay. Kann ich nicht dahin? Schade. Und schön fokussiert, konzentriert. Einmal drauf, bitte. Ja, wir sind tatsächlich direkt schon an dem Tempel. Und ich glaube, das hat auch wirklich was zu sagen, ne? Dass man nicht einfach irgendwo in der Wüste hier die Viecher sieht, sondern dass die immer direkt an irgendwelchen Gebäuden dran sind. Weil die sind ja auch immer im Hintergrund, ne? Das wird so sein. Weil ich bin ja auch am Anfang, bin ich ja komplett über die ganze Welt hier gerannt, ne? Da hat mich nichts angegriffen, aber ich habe auch keine Gebäude gefunden. Grüban, hau dir mal die Mütze weg da. Komm. Den geht's allen nicht mehr so gut, ne? Die müssen echt mal ein Stündchen schlafen, glaube ich. Oh, mehr. Hier mal guckt dann. Ja, ist gerade so eine relativ monotone Stelle hier, ne? Aber da müssen wir durch. Haben wir es ja bald, ja. Kämpfen wir uns durch. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Zusammen kriegen wir das hin. Ja. Komm, du bist jetzt auch bald weg hier. 21, sehr schön. Das war's. So, jetzt bitte ohne Zwischenfälle. Danke. Okay. Leber Loch, genau. Okay, jetzt zaubern wir mal. Uns geht es nämlich allgemein nicht so gut. Können wir schon schlafen? Ja, sehr gut. Ne, ich würde sagen, wir machen es nochmal. Jetzt sind wir fit. Hallo? Nö! Wer ist er denn? Morag, ja, aber nur einer. Okay. Ich glaube, den reißen wir jetzt erstmal auseinander hier. Der wird hier jetzt nicht so viel zu lachen haben. Also wenn hier nur Morag-Drachen drin sind, dann habe ich da gar kein Problem mit. Das wäre easy. Oh Moment, was habe ich denn da gemacht? Ein Moment, ein Moment. Ich sehe gerade, dass ich das Desktop-Audio gar nicht drin habe. Habe ich jetzt die ganze Zeit ohne Musik gespielt? Oh mein Gott, tut mir leid. Verdammt, Moment, das muss ich schnell einstellen. Ah, sorry, boah, das tut mir leid. Wie bin ich denn da jetzt dran gekommen? Verstehe ich nicht. Okay, da ist jetzt wieder Musik. Was?
Wahnsinn, wie, verstehe ich nicht. Gut, aber es ist jetzt nur in den, müsste jetzt eigentlich in den letzten paar Minuten nur gewesen sein, hoffe ich, ne? Ich muss mir die Aufnahmen mal angucken. Ich habe jetzt das letzte, was ich aufgenommen habe, bisher seit 13 Minuten. Ich denke, davor müsste es, also ich habe öfters mal geschaut, da hat es eigentlich funktioniert. Boah, das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Sorry. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ärgerlich. Dass ich das so spät jetzt erst mitgekriegt habe. Ja, guck. Ein Drache weniger. Und ich sehe schon wieder Fallen. Ich möchte keine Fallen. Gut. Ich speichere hier einmal. Mach eine kleine Aufnahmepause, aber ja, ich bin ja eigentlich jetzt sofort wieder da. Also, bis gleich. Ciao. So, ja, da sind wir auch wieder. Und jetzt sind wir bei SN da. Okay, ja. Also ich sehe schon eine super Falle. Wir haben ja schon diesen coolen, Drachen da kaputt gemacht. Und wir kommen hier durch die Wand. Das sieht doch schön aus. Und hier ist direkt ein Schalter. Das finde ich sehr gut, weil damit wahrscheinlich die Falle ausgeschaltet. Meine Güte. Als Insider den Hebel bewegt, klickt es leise und das Zischen des Panels auf dem Gang verstummt. So habe ich mir das vorgestellt. Das finde ich gut. So muss das bitte sein. Wo bin ich denn hier reingekommen? Also irgendwo hier. Und dann gucken wir mal, ob wir hier gegenüber auch irgendwo reinkommen. Nee. Es ist tatsächlich dieses Mal... Oh, Moment. Ich muss mal ein bisschen am Mikro drehen hier, damit ich das auch von der Bühne habe. Okay. Wir wollen es ja auch symmetrisch haben. Ist es aber nicht. Okay, aber wir sehen, ein Pendel ist weg. Das heißt, wahrscheinlich können wir jetzt hier irgendwo rein. Genau, habe ich mir schon gedacht. Dann machen wir das zweite aus. So mag ich das. So kann man das sehr gut machen. So, zweites aus. Und wahrscheinlich hier wieder rechts, ich weiß es nicht. Ist das wirklich nur mit diesem Pendel hier? Du gehst von links nach rechts und machst die Pendel aus. Ich könnte mir vorstellen, dass dann da gleich auch irgendwelche magischen Wachen da auftauchen. Was nicht cool wäre, ne? Das wäre nicht cool. Wobei, ich glaube, ja, es ist ja ein anderer Tempel, ne? Also hier sind zumindest jetzt bis jetzt keine gewesen. Muss ich jetzt echt links? Nein, oder? Das ist so vorhersehbar? Tatsächlich. Ja, Symmetrie ist hier scheinbar sehr wichtig. Auch wenn sie jetzt nicht komplett symmetrisch ist. Also zumindest spiegelsymmetrisch. Ach, guck mal, ein Drache. Der wartet schon auf uns. Ist das vielleicht dieser Endgegner? Nee, das muss ja irgendwie so ein Echsenwesen sein. Aber das finde ich gerade ganz gut. Da kann man gut mit arbeiten. So. Ein Pendel noch und dann kommt der Typ. Oder, ja. Das Wesen da. Der Drache. Wir schauen mal rein. Denn jetzt kann der Drache raus. Wird er durch diese Wand kommen, die wir noch nicht mal sehen? Oder durch diese Tür? Nein. Aber jetzt wird er angreifen. Da ist er. Habe ich gut vorher gesagt, oder? Es ist nur ein Morag-Drache. Okay, der tut mir ja schon fast ein bisschen leid. Der kriegt jetzt nicht die volle Breitseite hier ab. Aber na gut, ne? Er will es ja nicht anders. Er will nicht anders. Der hätte ja auch aus dem Weg gehen können. Will er nicht. Ganz alleine steht er da. Naja gut, dann ist er dem so, ne? 29 kriegt er hier. 7 kriegt er da. 32 vom Igel und nochmal die 31 auf die Mütze. Und der hat doch schon keine Lust mehr. Der sieht doch